So, meine geilen Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Luna spielt Indie-Horror-Quatsch. In dem Fall heißt das Ganze Contemp. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich sehe nur ein schönes Haus im Hintergrund und leuchtende Blätter vom Himmel regnen. Wir starten das Spiel. Es hat sogar einen VR-Modus. Also, wenn ihr euch das besorgen wollt, mit VR mal austesten, könnt ihr jederzeit. So, muss ich auf die. Ach ja, die Maus reinklicken. So, das sieht ja schon mal erstaunlich schick aus, muss ich gestehen. Alter, das Haus hier. Mit knarzendem Boden. Ach, da ist eine Tür. Okay. Geht nicht auf. Oh, ich kann die Taschenlampe anders ausmachen. Immerhin. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir lassen unser Auto einfach mal stehen. Gehen in den Schuppen. Holen uns den Spaten, brechen die Tür auf. Alles gut. Da ist ein Schlüssel. Press E to interact. Ich muss den Schlüssel anklicken und dann nochmal E drücken, um ihn aufzunehmen. Ja, kann man machen. Kann man auch bleiben lassen. Diese Blätter fallen ein bisschen unrealistisch langsam vom Himmel. Meiner Meinung nach. Aber wer bin ich denn hier? Blätterphysik zu beurteilen. So, jetzt kann ich hier rein. Bisschen runtergekommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt keine wirkliche Story. Es gibt nur ein Foto von irgendeiner holden Maid. Auch schick. Das Haus nicht ganz so schick. Hat ein bisschen was von Resident Evil 7. Aber irgendwie. Weiß ich gar nicht, was zu tun ist. Warte mal, was ist denn da auf dem Bild zu sehen? Irgendeine. Ist das. Ich erkenne es gar nicht. Eine Frau, die ein Kind auf dem Arm hat und aus dem Fenster guckt und davor ist noch ein kleines Kind, was in die Küche reingeht. Okay. Also quasi das Bild. Ist der Blick von hier darüber? Du Penner hast einfach die Tür zugemacht. Na, dann geh ich halt auf den Dachboden. Kack dir ordentlich in den Stuhl. In den Dachstuhl. Deswegen heißt es doch Dachstuhl. Schön auf dem Dach gestuhlt, Alter. Die Atmosphäre ist hier schon ziemlich knackig. Geile Käfer auf jeden Fall. Der Spiegel hat auch mal bessere Zeiten gesehen. Da kann ich mich. Warum sind da Motten an einer Lampe, die nicht an ist? Das ergibt keinen Sinn. Hallo? Darf ich nicht hoch? Muss ich hier in die Dunkelkammer? Das Licht wieder anmachen. Schicke Jacken. Darf ich jetzt auf den Dachboden? Ist doch gar kein Dachboden. Dann scheiße ich euch in die Zimmer. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich kann mal irgendwo mich ausschlawenzeln. Ich hätte die Bohnen unterwegs nicht essen dürfen. Schön kalt aus der Dose. Schön die guten Texas-Bohnen. Musste schnell gehen, ich war auf Reisen. Ach, guck mal hier, eine Audiolog. In jedem Videospiel wird das nicht so. Okay. And it's telling me once more it's time to roam. Ich wollte schon meckern. But I cannot tell when I'll be coming home. Kenn ich. Alvin und die Chipmunks. Ich glaube, ich bin ein Besoffenen, oder? Very well. See, there's the North Star guiding me, and a light on the horizon showing where I long to be. Guck doch mal, wie der abzappelt hier. Ich kann ja gar nicht mehr gerade stehen. Ich hab da eine richtig gute Idee. Lass es mal voll laufen lassen. Aber besoffen in so ein altes Haus steigen. Aha, ich kann dieses Kofferradio drehen. Kumpelblase? Lässt das mal mit deiner Klimperorgel?
Da war ich schon. Schicke Kammer. Guck mal, das Licht wieder an. Hallo. Mach mal nicht. Ah. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, ein Bett zum Reinscheißen. Und richtig viel Laken als Klopapier. Das nehme ich mir. Gleich, nachdem ich mein Auge fertig gekratzt habe. Moment, ich ihn kurz kenne. Jetzt kann es weitergehen. Was ist denn hier los eigentlich? Was ist immer mit mir vor? Ich verstehe nicht so ganz. Kann ich irgendwie? Ach, guck mal. Der Dachstuhl. Wo ich auf dem Dachstuhl. Komische Olga. Mitten im Nichts. Alter, ist das räudig. Hey! Alles cool, Elisa? What the fuck? Okay. Ich bin sprachlos. Ja, okay. Ein kleiner Walking-Simulator-Snack für zwischendurch. Atmosphäre gut. Jumpscare ist nicht vorhanden. Muss ja auch nicht immer. Es reicht ja auch mal, sich nur kurz zu gruseln. Die Atmosphäre aufzunehmen. Und einfach da zu sein und zu beobachten. Ich weiß jetzt nicht genau, was das alles zu bedeuten hat. Ich glaube, das war die Mutter, die sich erhangen hat. Hat das mit den Kindern zu tun? Vielleicht hätte ich mich genauer umgucken müssen. Habe ich nicht ganz gesehen. Tut mir auch leid. Oh, man kann hier einen Trailer starten, ob der mich einfach nur auf YouTube bringt. Ich werde es herausfinden. Ich drücke drauf. Warum gibt es eigentlich einen Trailer zum Spiel, dass man... spielt? Der Sinn ergibt sich mir nicht ganz. Aber wir schauen mal rein. Also das Interieur ist sehr gut designt, muss man dazu mal sagen. Designstudio ist besser als die eigentliche Gameplay-Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Schön gemacht. Mit dem runtergekommenen Interieur könnte er sich auf jeden Fall anderweitig durchsetzen. Aber es gibt selten Horrorspiele, die so schick und so schmuddelig sind. Das ist dieser richtige Ranz. Man spürt ihn richtig. Ja, genau, wie die Tapeten so richtig abblättern und sowas. In den meisten Spielen sieht das alles auch sehr geleckt aus. Hier spürst du richtig diesen Schmutz des alten Hauses. Das ist gut. Das gefällt mir. Aber ja gut, die Gameplay-Erfahrung war ja jetzt... Sind wir mal ehrlich, das war nichts. Der Trailer ist länger als das Spiel. Was ist denn hier los? Zeigt das jetzt einfach nochmal alle Locations aus allen Winkeln. Oh. Ach, guck mal, da ist noch ein Bild mit einem Typen, der rausgebranntes Gesicht hat. Und alte VHS-Kassetten in einem Blumentopf.
Den Fernseher habe ich gar nicht gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Schöne Musik auf jeden Fall. Ich hoffe, die ist nicht GEMA geschützt irgendwie, dass ich jetzt am Ende hier alle draußen nehmen muss wieder. Sonst ist das Video in deinem Land nicht verfügbar. Nee, die Zeit ist zum Glück vorbei. Es wird nur nicht monetarisiert. Ja, mei. Ich bin ja nicht mehr davon abhängig finanziell. Wie früher. Wenn der Trailer länger ist als das Spiel, ey, das ist unglaublich. Kinders, passiert nichts. Ey, ist ja gut jetzt. Wir haben alles fünfmal gesehen. Das reicht doch jetzt langsam. Nein, er muss uns noch den Keller zeigen. Es gibt keinen Keller. Contempt. Gut, Schmuck. Ich konnte das Spiel noch mal ein bisschen strecken. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin da geblieben. Ein Kommentar. Schreibt mir Schnitzelbrötchen in die Kommentare, falls ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Dann weiß ich, dass ihr den Scheiß wirklich bis zu Ende guckt. Was soll das? Kam so nicht im Spiel vor. Das kam so nicht im Spiel vor. Der Trailer ist irreführend. Was war das denn am Ende? Ja gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nicht vergessen, abonnieren, favorisieren, Scheiße beschmieren. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski.